So, hier haben wir das System. Natürlich noch im unaufgebauten Zustand. Der Radiator kommt noch unter das Gehäuse. Hier die Powercolor HD 5770 PCS Plus. Das ist ein Magic Cool. 2x120er Radiator, Slimline. Und da kann man es so unter den ganzen Kabeln sehen, das J&W Minix 780G, was mir tausende Probleme bereitet hat. Also ich kann da nur von abraten. Lieber ein Intel-System kaufen. Und CPU ist eine Phenom 945, wenn ich mich recht entsinne. Kann man leider gerade nicht gut erkennen, als OS läuft Windows 7 Ultimate 64-Bit. Dazu gehöre ich die 4 GB RAM, die da drin sind, von Corsair, meine ich. Und hier liegt der ganze andere Crap, der noch nicht eingebaut ist. Festplatte, CD-Laufwerk. Das hier die HD 2600 XT, die mir schon mehrere Jahre guten Dienst erwiesen hat beim Basteln. Normalerweise kommt die in das System da rein, als Crossfire-Karte. Aber musste gestern herhalten. Ja, und es läuft.